Hallo Freunde des Videos, willkommen auf meinem Kanal. Als ich vom Lausitz-Findlingspark in Nochten hörte, dachte ich mir, na gut, fährst du mal hin, schaust du dir die Steine mal an. Doch dann war ich sehr überrascht. Bereits nach den ersten Minuten auf dem Park hat mich seine Gestaltung voll überzeugt. Ja, und dieses riesige Gerät wird in einigen Jahren auch verschwunden sein. Nach einer kurzen Rast am Imbiss setzten wir unseren Rundgang im östlichen Teil des Parks fort und bestaunten die vielen Heidearten. Kurzes Fazit, man sollte sich mehrere Stunden Zeit nehmen, um die Eindrücke zu genießen und zu verarbeiten. Für meine Frau und mich war dieser Besuch im Findlingspark Nochten ein nachhaltiges Erlebnis.